Einen wunderschönen guten Tag. Heute möchte ich euch meine Top 5 Pflanzenfresser von Jurassic World Evolution vorstellen. Bedenkt dabei bitte, dass dies meine persönliche Meinung ist und es deshalb gut sein kann, dass diese von eurer abweicht. Und ohne große Umschweife würde ich sagen, fangen wir an. Platz 5. Der Parasaurolophus. An dieser Stelle gehen erstmal schöne Grüße an meinen Mod Olodril raus. Er liebt diesen Saurier und auch ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Der Parasaurolophus gehört ja auch so mit zu den Klassikern unter den Sauriern und ich finde, er ist wirklich eine Bereicherung für jedes Pflanzenfressergehege in Jurassic World Evolution. Das Einzige, was mich immer ein wenig davon abgehalten hat, Parasaurolophus in meinem Park auszubrüten, war, dass die sehr, sehr hohe soziale Anforderungen haben. Das heißt, man muss wirklich viele Exemplare, ich glaube 5 sind es oder sowas, ausbrüten, damit diese nicht die Zäune einreißen und ausbrechen. Allerdings kann man ja jetzt seit dem neuesten Patch auch Genommodifikationen an den sozialen Anforderungen vornehmen. Und somit ist der Parasaurolophus auf jeden Fall bei mir auf Platz 5 gerutscht. Er ist nicht nur äußerlich sehr, sehr schön, sondern ich finde, er hat auch eine beruhigende und friedliche Ausstrahlung, was ihn zu einem echten Hingucker macht. Hinzu kommen beim Para auch noch sehr schöne Skins, die werde ich jetzt mal alle nach und nach für euch hier einblenden. Hier sieht man sehr schön, bei den Skins sind wirklich schöne Farbvariationen dabei, schön viel Abwechslung und genauso sollte es auch sein. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und damit ist der Parasaurolophus für mich auf jeden Fall ein verdienter Platz 5 hier. Platz 4. Der Ankylosaurus. Der Ankylosaurus gehörte immer schon mit zu meinen Lieblingsdinosauriern und hat es somit auch hier auf meine Liste geschafft. Er ist einfach ein kleiner kompakter Panzer, der überall mit Stacheln versehen ist und zudem auch noch eine gefährliche Waffe bei sich trägt. Damit meine ich natürlich seine hammerähnliche Keule am Ende seines Schwanzes. Mit dieser kann er sich gegen gefährliche Angreifer zur Wehr setzen und diese auch in den meisten Fällen in die Flucht schlagen. Ich finde, dass der Ankylosaurus ein wirklich cooler Dinosaurier ist und ich finde, er ist in Jurassic World Evolution auch wirklich gut gelungen. Hier sieht man ihn gerade, wie er ganz gemütlich und friedlich was trinkt, aber er kann auch nicht so friedlich sein, nämlich wenn sein Gehege überbevölkert ist. Dann bekämpft er seine eigenen Artgenossen bis aus Blut, bis zum Tod, bis er dann letztendlich der Meinung ist, dass er dann wieder genug Platz in seinem eigenen Gehege hat. Wie man hier sieht, macht er da auch echt keine halben Sachen. Er langt hier wirklich ordentlich zu und diese starken Schläge mit seinem harten Hammer führen dann letztendlich hier auch zum Tod eines der beiden Exemplare hier. Aber alles im Allen ist er natürlich hier kein brutaler Killer. Er ist wirklich ein friedlicher, schöner, ruhiger Dinosaurier, der allerdings vielleicht nicht der einfachste zu halten ist. Also er hat auch schwierige soziale Anforderungen, also der Bestand im Gehege, der darf nicht so hoch sein. Natürlich dürfen auch nicht zu viele Exemplare von dem Ankylosaurus selbst im Gehege sein und so weiter und so fort. Aber da man ja mittlerweile viel in diese Richtung modifizieren kann, sollte das Ganze ja kein Problem darstellen. Schauen wir uns doch nochmal eben seine Skins an. Da muss man leider feststellen, da ist nicht so viel Abwechslung vorhanden, nicht so schöne Farbvariationen wie zum Beispiel beim Parasaurolophus zuvor. Die Skins gefallen mir im Allgemeinen nicht ganz so gut. Aber der Anki ist trotzdem meiner Meinung nach ein verdienter Platz 4. Platz 3.
der Stigi Moloch. Ich meine, guckt euch den kleinen Racker mal an. Er ist wirklich sehr putzig und sehr süß. Den kann man nur ins Herz schließen und den kann man nur lieben, oder? Falls ihr dann noch anderer Meinung seid, dann werde ich euch jetzt von dem Gegenteil überzeugen. Ich meine, guckt mal, wie süß der Kleine hier schläft. Und dann erwacht er, macht ganz langsam die Äuglein auf. Ein kleiner süßer Gehner schüttelt sein Köpflein und guckt noch ganz verträumt. Also den kleinen Racker, den kann man meiner Meinung nach nur lieben. Und man bekommt auch das Bedürfnis, ihn als Haustier halten zu wollen. Aber ich glaube, das wäre keine so gute Idee, weil der kleine Stigi Moloch mit seiner extrem harten Schädelplatte und seinen Hörnern wahrscheinlich ziemlich viele Dinge im Haus kaputt machen würde. Hier sieht man jetzt gerade einen Rivalitätskampf zwischen zweier Herdenmitglieder. Das passiert beim Stigi Moloch genauso wie beim Ankylosaurus, wenn man diese übersozialisiert, was bei dem Stigi Moloch, glaube ich, aber erst bei 10 Exemplaren oder so im Normalfall der Fall ist. Und man sieht jetzt hier auch, das Ganze wird dann auch so hart ausgeführt, dass es dann letztendlich bis zum Tod führen kann. Aber natürlich ist auch er ein äußerst friedlicher Zeitgenosse, der auch ganz gerne in seiner Herde zusammen kommuniziert, gemeinsam was trinkt, gemeinsam was isst und so weiter und so fort. Der Stigi Moloch hat wirklich geringe Anforderungen. Man kann ihn zusammen mit einem hohen Bestand fremder Dinosaurier und artengleicher Dinosaurier zusammenhalten. Man braucht kein großes Gehege für ihn. Man braucht wenig Wald, er braucht wenig Nahrung. Also der perfekte Dinosaurier, wenn man etwas Pflegeleichtes sucht. Kommen wir nochmal zu den Skins. Die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Er hat wieder sehr schöne und abwechslungsreiche Farbkombinationen. Jeder einzelne Skin hat seinen eigenen Charme und ich finde auch, dass wirklich kein einziger Skin dabei ist, der mir nicht gefällt. Also meiner Meinung nach gehört der Stigi Moloch definitiv zu meinen Top 5 Pflanzenfressern und ich denke, mit Platz 3 habe ich einen sehr passenden und guten Platz für den Stigi Moloch gefunden. Platz 2. Der Pentaceratops. Er ist auf jeden Fall mein Favorit aus der Dinosauriergruppe der Topse, nenne ich sie mal. Also ihr wisst, was gemeint ist. Sinoceratops, Triceratops und so weiter. Da ist er auf jeden Fall mein Favorit. Und da ich diese Gruppe sehr, sehr gerne mag, hat er es bei mir auf Platz 2 geschafft, was ja mega, mega gut ist. Und ich finde das auch zu Recht. Ich meine, guckt ihn mal an. Die zwei langen Hörner über den Augen, die leicht gekrümmt sind. Dann das Horn auf der Nase. Und der schnabelartige Mund, das ist schon sehr, sehr nice. Dazu kommt dann natürlich noch dieser richtig schön lange und massive, ja, wie nennt man das eigentlich, Nackenpanzer, glaube ich, der ihn dann halt vor Angriffen von Fleischfressern und so weiter schützen soll. Der Pentaceratops versteht sich natürlich auch bestens im Rudel. Allerdings ist es bei ihm genauso, wenn es zur Überbevölkerung kommt, dann gibt es Streit und dieser Streit kann dann auch ganz gerne mal tödlich enden, aber das schauen wir uns nachher nochmal ein bisschen genauer an. Aber erstmal wollen wir jetzt hier genießen, wie sich die Pentaceratopse untereinander, ja, sozialisieren, unterhalten. Was mir bei dem Pentaceratops noch auffällt, ist, dass er auf jeden Fall nicht ganz so bullig und, ja, ich sag mal moppelig ist wie die anderen Topse, sondern er ist etwas schlanker, etwas... Ja, ich glaube, die Beine sind etwas länger und so weiter. Aber ich glaube, genau das ist es, was mir an dem Pentaceratops so gut gefällt und warum es hier auf Platz 2 geschafft hat. Man muss jetzt hier nochmal anmerken, ich meine, guckt euch mal die Grafik an von Jurassic World Evolution. Jetzt gerade in diesem Moment, es sieht schon echt nice aus. Also das Spiel ist wirklich einfach nur wunderschön. Ich könnte es mir stundenlang angucken. Gerade die Sonnenauf- und Untergänge sehen echt nice aus. Aber ich will jetzt gar nicht zu weit abschweifen. Wir schauen uns jetzt nochmal an, was denn so passiert, wenn man einen Pentaceratops überbevölkert, dann greifen sie sich nämlich an und dann geht es da auch wirklich zur Sache. Mit den langen Hörnern kann man wirklich schwere Verletzungen zufügen und das tun sie dann hier auch, wie man sieht. Das entwickelt sich hier dann auch alles zu einem Kampf um Leben und Tod. Hier könnte der nächste Treffer entscheidend sein und das ist ja in diesem Fall auch ein fataler Treffer hier an den Kopf und den Hals. Damit geht der eine Pentaceratops zu Boden und segnet das Zeitliche. Aber diese Waffen kann der Pentaceratops natürlich nicht nur gegen Artgenossen einsetzen.
Auch gegen große Fleischfresser kann sich der Pentaceratops damit verteidigen und diese sogar zur Strecke bringen. Man sieht ja schon, der T-Rex ist schon ganz schön angeschlagen. Und jetzt versucht er nochmal einen Angriff, aber der Pentaceratops rammt sein Horn durch den Hals und erlegt somit den Tyrannosaurus Rex. Das ist schon sehr, sehr cool. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal die Skins von dem Pentaceratops an. Leider hat der Pentaceratops nicht so geile Skins. Die Farbvariation und Farbenvielfalt ist leider nicht ganz so krass wie bei anderen Dinosauriern, aber dennoch gefallen mir die Skins einigermaßen gut. Und da mir der Dinosaurier im Allgemeinen sehr gut gefällt, reißt es das auf jeden Fall raus und für mich ist er definitiv ein sehr verdienter Platz 2. Platz 1. Der Brachiosaurus. Mein Favorit und absoluter Lieblingspflanzenfresser von Jurassic World Evolution ist der Brachiosaurus. Dieser friedfertige Riese hat in meinen Augen einfach Platz 1 verdient. Er wertet mit seiner ruhigen, gemütlichen und friedlichen Art einfach jedes Pflanzenfressergehege enorm auf und lässt das Ganze viel lebendiger wirken. Den Brachiosaurus sieht man immer schon vom Weiten, weil er so gigantisch groß ist. Mit seinem langen Hals und seiner schwerfälligen Art hat er sich wirklich in mein Herz gekämpft und somit auf meinen persönlichen Platz 1. Hier sehen wir ihn jetzt beim Futtern. Und ich finde, wenn er sich hier in die Kamera dreht, sieht man richtig, was er für eine Ausstrahlung hat. Ich finde, er strahlt Frieden und gute Laune aus, hat irgendwie immer ein Lächeln im Gesicht und er scheint so, als wenn niemand ihm was anhaben könnte. Der Brachiosaurus hat aufgrund seiner Größe kaum natürliche Feinde und in Jurassic World Evolution kann ihn lediglich der Indominus Rex etwas anhaben. Hier sehen wir jetzt nochmal, wie zwei Herdenmitglieder miteinander kommunizieren. Achtet mal auf die Stimme. Das klingt schon sehr, sehr cool, oder? Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Wale. Und zu guter Letzt gucken wir uns natürlich nochmal von meinem Platz 1 die Skins an. Die sind leider auch nicht so farbenfroh und abwechslungsreich, wie ich sie gerne hätte, aber die sind alle recht ansehnlich. Und der Brachiosaurus ist definitiv mein Lieblingspflanzenfresser von Jurassic World Evolution. Ja, meine Freunde, das war's mit dem Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und einen netten Kommentar freuen. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, dann dürft ihr gerne abonnieren und kostenlos die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr hier nichts mehr. Und jetzt würde mich zu guter Letzt noch interessieren, welche denn eure persönliche Top 5 Pflanzenfresser von Jurassic World Evolution sind. Dafür blende ich mal kurz eine Liste aller Pflanzenfresser ein. Und dann schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, welche davon eure persönlichen Top 5 Pflanzenfresser sind. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, euer Dandy.